herzlich willkommen zu Kochen mit Kindern. Heute habe ich für euch Kürbis-Kartoffelsauce mit Reis. Braucht ihr alles für eure Vorbereitungen? Bei jeder Vorbereitung bringt die Hände was. Erst habe ich meinen Kürbis gewaschen. Dann habe ich meinen Kürbis in Stücke geschnitten. Meine Kartoffeln geschält. Kartoffeln in Stücke geschnitten. Dann habe ich noch meine Zwiebel geschnitten. Knoblauchzehe reingeschnitten. Dann habe ich meine Herdplatte angeschmissen. Dann mache ich die Pfanne auf die Herdplatte und lasse das Ganze anbraten. Habe ich Tomatenmark dran gemacht, Gewürze. Dann wird Kürbis und Kartoffeln dazugegeben. Dann meine passierte Tomaten dazugegeben. Dann habe ich Deckel drauf gemacht und 24 Minuten köcheln lassen. Meinen Reis ins heiße Wasser gemacht. Hier habt ihr das Rezept. Frisch und lecker. Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch.